Hallo zusammen, herzlich willkommen zur neuen Folge. Heute geht es um Achtel Offbeats. Heute geht es um die Zählzeit und man sagt dazu auch Offbeat. In dieser Folge im Speziellen arbeiten wir mit den Achtel Offbeats. Genau so, Fola. Also das heißt, man spielt quasi nur auf die Und. Das machen wir mal. Wir klatschen nur auf die Und, zählen aber Achtel. Okay? 4 und. 1 und 2 und 3 und 4. Und 1 und 2 und 3 und 4. Und 1 und 2 und 3 und 4. Und. Das können wir ja auch jetzt mit den Füßen machen. Ja, genau, Franzi. 4 und. 1 und 2 und 3 und 4. Und 1 und 2 und 3 und 4. Und 1 und 2 und 3 und 4. Und. Super, nachdem die Achtel Offbeats jetzt so gut geklappt haben, können wir das doch mit Viertelnoten mischen und sogar mit einer Viertelpause noch am Schluss. Also alles das, was wir in den anderen Folgen gemacht haben, wird jetzt miteinander vermischt. Und wir machen das aber alles schön nacheinander. Also es geht mit den Viertelnoten los. Es geht so. 1, 2, 3 und. Und nur bei der 3 und kommt ein Offbeat. Ich versuche aber die ganze Zeit jetzt Achtel dabei zu zählen. Also das heißt, das Ganze wäre dann so. 1 und 2 und 3 und 4. Und 1 und 2 und 3 und 4. Und. Dann probieren wir das jetzt mal aus. 4 Runden dieses Mal. Bereit? 3 und 4 und. 1 und 2 und 3 und 4. Und 1 und 2 und 3 und 4. Und 1 und 2. Da geht doch ein Offbeat mehr, oder? Na gut, ein Offbeat mehr. Und ihr macht alle mit. 3 und 4 und. 1 und 2 und 3 und 4. Und 1 und 2 und 3 und 4. Und 1 und 2 und 3 und 4. Und 1 und 2 und 3 und 4. Das, was wir gerade gemacht haben, den Rhythmus, den kann man mal auf dem Schlagzeug zum Beispiel auch spielen. Dann mache ich die Klatscher zum Beispiel, sind hier in der linken Hand auf der Snare, so heißt diese Trommel. Und das, was ich mit den Füßen gemacht habe, bleibt auch weiterhin der Fuß. Dann klingt es so. 1 und 2 und 3 und 4. 1 und 2 und 3 und 4. Und. Tja, und weil ich jetzt noch eine Hand frei habe, kann ich jetzt noch die Achtel dazu mitspielen. Ja, dann ist die auch beschäftigt und dann klingt das Ganze so. Und 3 und 4 und. 1 und 2 und 3 und 4. Und 1 und 2 und 3 und 4. Also gut, dann spielen wir jetzt das, was das Schlagzeug gespielt hat, hier in der Gruppe. Die Franzi und ich machen die Hi-Hat. Das bedeutet Achtel. Wir betonen dabei die vollen Zählzeiten, schwer, und die Und leicht. Okay? Probieren wir es mal. 3 und 4 und.
das ist sehr schön mit den betonten Achteln. Dann machen wir jetzt unseren Part noch mal ganz kurz. Ne? Wir machen ja das andere, das, was vorhin Basstrommel und Snare gespielt haben. Machen wir noch mal ganz kurz. Also, 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und Und jetzt mit euch. 3 und 4 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und